Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der SIKO-Modellvorstellung. Ich nehme immer noch an dem gleichen Tag auf. Das ist auch ein etwas neueres Modell. Wenn ich jetzt mich nicht alles täusche, müsste das ebenfalls vom März sein, so wie die letzten zwei Fahrzeuge, die ich vorgestellt habe. Also im März 2020. Ja, wie wir es oder wie ihr seht, haben wir hier. Achso, ihr wisst mich gar nicht, ich habe die Nummern gar nicht gesagt, aber die Nummern stehen eh in der Videobeschreibung. 1395 John Deere mit einem Frontlader. Ja, denke ich, können wir den erstmal auspacken. Das tun wir zur Seite, den Traktor behalten wir mal lieber. Also, wir haben ja zum einen den Frontlader hier vorne dran. Kann man halt normal wie die ganzen anderen Frontlader auch bewegen. Dann haben wir hier das John Deere Logo und das Licht. Und wir haben hier vorne auch noch so ein zum Aussatz. Da kann man. Was kommt da drauf? Normalerweise. Ach man. Ja, da gibt es ja auch so ein paar Sachen, die man da drauf setzen kann. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr so. Mir fällt gerade nichts ein. Ich kenne das noch was von einem anderen. Da ist zum Beispiel ein anderes SIKO-Modell. Da ist der Winterdienst. Der hat da vorne seine Schaufel drauf. Aber was kann denn sonst noch? Gute Frage jetzt. Wir haben hier. Was steht da? 5215R. Ihr werdet es wohl kaum sehen. Oder doch, 5215R, sehe ich das richtig? Ja. Und dann haben wir noch von der Seite, also hier sehen wir halt noch die zwei Räder, den gelben Felgen, so typisch Junior-mäßig halt. Und das Geilste ist ja, dass mittlerweile auch alle Gummibereifung haben, die Traktoren, die neueren, also so seit Ende letzten Jahres. Da haben wir halt noch den Einstieg, was ist das hier, keine Ahnung, und dann sieht man halt schon ein bisschen von der Seite ins Führerhaus, aber das ist glaube ich eh überall das gleiche, innen drin, nur farblich glaube ich anders. Dann haben wir von hinten, sehen wir halt hier der, nennt man das Radkästen, nennt man das Schutzbleche, ihr wisst glaube ich aber was ich meine, diese zwei Dinger hier über den Rädern halt, ne. Dann haben wir noch eine Anhängerkupplung an dem Traktor, was auch actually nice ist, weil eigentlich unten steht nichts dran, außer Made in Poland. Okay, dann haben wir halt hier noch das Führerhaus. Sieht normal aus mit dem Auspuff sozusagen und halt sieht halt nur farblich nach einem John Deere von oben aus. Dem gelben etwas, was ist das? Ich habe gerade überlegt, ob das ein Warnlichtdingens ist, aber ich glaube nicht. Und halt der grünen Farbe von John Deere. Dann haben wir hier noch das Führerhäuschen, wo man halt rechts wieder die Controller sozusagen sieht. Denn nachdem was da ist, kommt ja, weiß nicht, ob da noch ein bisschen auch ausstattungsmäßig auskommt. Auf drauf ankommt, meine ich. Lenkrad, Sitz und ja, sieht halt wie ein irgendwie jeder Traktor, also im Modell her jeder Traktor aus. Klar, nicht jeder sieht gleich aus, aber im Modell schon so in etwa. Dann haben wir hier auch nochmal eine Leiter, aber die beginnt ein bisschen weiter oben. Und dann haben wir, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich glaube, da steht noch, also ich sehe es auf jeden Fall, da steht noch mal John Deere, dort, auf dem hier vorne. Ah ne, und da steht 6215R, dann ist doch kein 5000, sondern, ja gut, da ist das 6000 auf der Seite, ist ein bisschen kacke. Aber hier sieht man es. Das ist eigentlich 6200. Da vorne der Kühlergrill, das ist halt auch alles, das war schwarz, das müsste eigentlich so Kühlergrill sein, ne. Und irgendwie ist der auch ziemlich lang. Ich finde, irgendwie sieht optisch John Deere nicht so ganz so geil. Ist nicht ganz so mein Fall, muss ich sagen. Aber sonst. Achso, ich sehe, SIKO steht auch nochmal auf den Reifen jeweils zweimal drauf. Ja. Aber das soll es dann auch so langsam wieder gewesen sein. Wenn jetzt
noch mein Fahrzeug wieder fokussiere. Und lasst gerne halt ein Like da oder schreibt mir einen Kommentar, um ein bisschen Feedback zu geben. Und wenn euch natürlich auch noch andere Videos gefallen, die ich auf meinem Kanal so zeige, dann könnt ihr auch einen Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann bin ich raus und tschüss.